Hinweis: Startup Insider übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit börsenrelevanter und unternehmensbezogener Daten. Startup Insider Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Freitag, der 4. März. Ja, und das sind heute unsere Themen. Tiermobility kauft den US-Konkurrenten Spin. Deutsche Startups wachsen im europäischen Vergleich am schnellsten. Der vierte Green Startup Monitor ist erschienen. Capnemic startet seinen neuen Fonds. Und die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway verzeichnet einen Milliardenverlust. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Peter Specht von Creandum. Ja, und ihr habt es gerade gehört, es gibt eine Reihe an neuen Fonds, unter anderem Capnemic, aber auch Commerz Ventures und auch eben Creandum. Alle haben neue Fonds announced und genau darüber haben wir gesprochen. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp, aber ihr kennt das schon, wie immer freitags der Hinweis auf die weiteren Folgen und aufs Wochenende. Heute um 13 Uhr geht es weiter mit Tanja Bogumil, sie ist CEO von Perfect und der Name ist Programm. Perfect schreibt sich nämlich wie das Ei, also ein perfektes Ei. Und das Unternehmen hat gerade 2,5 Millionen Euro eingesammelt, um ein künstliches Ei, also ein artifizielles Ei, als Ersatzprodukt für Veganer zu entwickeln. Das ist ein flüssiger Eiersatz, der gerade auf den Markt kommt. Ist ein sehr spannendes Thema. Das solltet ihr euch auf jeden Fall anhören, wenn ihr immer schon am Verzweifeln wart, warum es keinen adäquaten Eiersatz gibt für Veganer. Das, wie gesagt, unser Gespräch um 13 Uhr. Und um 16 Uhr ist David Hahn zu Gast, der Co-Founder und CEO von Remberg. Und das Unternehmen hatten wir ja neu schon mal analysiert hier im Rahmen der Reihe Investments und Exits. 11 Millionen Euro im Rahmen der Series A für ein XRM. Und XRM bedeutet im Prinzip, dass man eine Art CRM für Maschinen und für alles, was irgendwie Schnittstellen und Sensoren hat, dort aufführen möchte. Ist ein sehr cleveres Konzept, was natürlich vor dem Hintergrund Industrie 4.0 und IoT eine sehr große Rolle spielt, vor allem für den Standort Deutschland. Das Unternehmen hat eine beachtliche Reihe an wirklich sehr, sehr spannenden Angels da reingeholt. Unter anderem die Gründer von Personio, Celonis, UiPath und Konux. Also ihr hört es schon, da geht's richtig zur Sache. Das ist wie gesagt das Gespräch um 16 Uhr. Morgen dann am Samstag wieder zwei tolle Folgen. Ihr kennt das schon. Wir haben eine neue Reihe, die heißt Media Talk. Und da stellen wir die wichtigsten Medien aus der Startup-Welt vor. Wir haben angefangen mit Podcasts und machen damit auch erstmal weiter. Bei uns zu Gast ist Christina Kiriasoglu vom Manager Magazin. Einige von euch werden ihren Podcast schon kennen. Deutschlands digitale Hoffnungsträger heißt der. Ist ein ganz, ganz tolles Format. Kommt immer in verschiedenen Staffeln und die zweite Staffel ist gerade eben herausgekommen. Dort geben sich wirklich die wichtigsten Gäste der deutschen Startup-Szene die Klinke in die Hand. Hört euch das morgen mal an, weil Christina ist wirklich ein absoluter Experte. Sie war vorher bei Gründerszene und jetzt, wie gesagt, beim Manager Magazin und hat da wirklich ganz, ganz tolle Einblicke und auch tolle Meinungen. Also es hat mir großen Spaß gemacht. Und dann morgen Nachmittag, ihr kennt unser Format One More Thing. Wir präsentieren hier immer als letzte Frage in Kooperation mit Zestrify die wichtigsten Tooltips unserer Gäste. Also all unsere Gäste werden am Ende eines jeden Interviews nochmal gebeten, ihren Tooltip oder ihr Lieblingstool vorzustellen. Und da gibt es morgen wieder eine locker flockige Reihe mit 10 Gästen, ja, zusammengeschnitten. Dann wirklich im Schnelldurchlauf 10 tolle Tooltips. Kann ich euch nur empfehlen, da kann man unglaublich viel lernen. Also falls ihr die Einzelfolgen nicht jeden Tag hören solltet, das auf jeden Fall ein Hörtipp am Samstag. Geht auch ganz schnell, ist total kurzweilig. Und am Sonntag dann der Schlussakkord fürs Wochenende, unser beliebtes Format Startup Insider Read Only. Ihr kennt das schon, unseren Bücherpodcast mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel, die immer Autorinnen und Autoren einlädt, die ihre Bücher vorstellen, die entweder für die Startup-Szene geschrieben sind oder vielleicht sogar von Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben wurden, die selbst aus der Startup-Szene entstammen und dann Bücher geschrieben haben über ihr Wissen, über Dinge, die sie gerne teilen möchten. Und so auch dieses Mal. Bei ihr zu Gast ist Prito de Temple. Er ist CEO von Go4Sales Vertriebsentwicklung und hat ein Buch geschrieben, Neues Denken im Vertrieb. Also wenn ihr wissen möchtet, wie ihr euren Vertrieb vielleicht ein bisschen aufpimpen könnt, also wenn ihr zum Beispiel wissen möchtet, was ein moderner Vertrieb leisten können muss, wenn ihr Vertriebsansätze, Organisationsstrukturen und auch Führung von Mitarbeitern und so weiter kennenlernen möchtet im Vertrieb oder mit Fokus auf Vertrieb, dann ist das auf jeden Fall ein Gespräch, in das ihr reinhören solltet. Das wie gesagt am Sonntag. Und jetzt entschuldigt bitte diese lange Anmoderation, jetzt bin ich auch durch. Jetzt kommen kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit den Nachrichten mit Frank Philipp und danach dann, wie angekündigt, Peter Specht von Creandum. Werbung.
Dein Startup stellt Leute ein, aber du hast zu viele andere Dinge zu tun, als dich um das Thema Sozialversicherung zu kümmern? Dann schau gleich mal auf socialpizza.tk.de vorbei und buche deinen kostenlosen Beratungstermin. Die Experten der Techniker Krankenkasse rufen dich zurück und beraten dich gratis zu allem, was du in Sachen Sozialversicherung für dein Startup wissen solltest. Von der Planungs- und Gründungsphase bis zur Gesundheit im Startup. Sozialversicherung, lecker einfach gemacht. socialpizza.tk.de. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Nachrichten. Tier Mobility kauft US-Konkurrenten Spin. Der Berliner E-Scooter-Anbieter Tier Mobility hat die Ford-Tochter Spin übernommen. Für Tier Mobility nach Nextbike und Vento Mobility bereits die dritte größere Übernahme in kurzer Zeit. Der Kaufpreis wurde nicht kommuniziert, dürfte aber Medienberichten zufolge über einen reinen Anteilsaustausch realisiert worden sein und im hohen zweistelligen oder niedrigen dreistelligen Millionenbereich liegen. Im Zuge der Übernahme erhält Tier etwa 50.000 weitere Vehikel in 110 Städten Nordamerikas und ist somit nach eigenen Angaben der größte Anbieter einer multimodalen Free-Floating-App. Das Unternehmen ist nun mit 300.000 E-Scootern, Mopeds und E-Bikes in 250 Städten präsent. Tier-CEO Lawrence Leuschner erklärte, die Übernahme von Spin durch Tier und unser Eintritt in den nordamerikanischen Markt sind große Meilensteine in unserer Mission, Mobilität zum Guten zu verändern. Fords Vice President of New Business Frank Louis Victor sprach von unglaublichen Synergien zwischen Spin und Tier und feierte eine neue Ära für die kombinierten Rollerunternehmen, die die dringend benötigte Größe im wettbewerbsintensiven Sektor der Mikromobilität bieten werden. Deutsche Unternehmen wachsen am schnellsten. Bereits zum 7. Mal wurde der TechTour Growth veröffentlicht, bei dem dieses Mal 300 europäische Unternehmen in der Later Stage von insgesamt 49 Investoren untersucht wurden. Dabei wurde in den drei Kategorien Digitales, Gesundheit und Nachhaltigkeit analysiert, welche Firmen das Potenzial haben, bis zum Jahr 2024 zu einer Milliardenbewertung aufzusteigen. Deutschland sicherte sich mit insgesamt 12 Unternehmen auf der Top-50-Liste Platz 2 hinter Großbritannien mit 17 Unternehmen. Kumuliert haben die Top-50-Unternehmen bislang rund 8,2 Milliarden Euro eingeworben. Mit 46% entfiel dabei fast die Hälfte dieser Mittel auf die 12 deutschen Unternehmen, die damit vor Frankreich, den Niederlanden und Finnland die Spitzenposition einnehmen. Überraschendes Urteil zur Facebook-Hetze. Das Verwaltungsgericht in Köln hat überraschenderweise Eilanträge der Tech-Konzerne Meta und Google stattgegeben. Demnach verstößt das neue Netzwerkdurchsetzungsgesetz zur Bekämpfung von Straftaten und Hassrede im Internet teilweise gegen EU-Recht. Aus diesem Grund müssen die Konzerne zunächst keine Nutzerdaten an das Bundeskriminalamt BKA liefern, wenn mutmaßlich eine Straftat vorliegen sollte. Als Begründung gab das Verwaltungsgericht an, dass sich Anbieter immer an das Recht des jeweiligen EU-Staates halten müssen, in dem sie ihre Niederlassung haben. Im Fall von Meta und Google wäre das Irland und nicht Deutschland. Vierter Green Startup Monitor erschienen. Der neue Green Startup Monitor 2022 ist erschienen, eine Co-Produktion des Bundesverbandes Deutsche Startups in Zusammenarbeit mit der Universität Duisburg-Essen und PwC Deutschland. Demnach gab es im letzten Jahr in Deutschland 1707 grüne Startups, die jünger sind als 10 Jahre und mit ihren Produkten und Dienstleistungen einen Bereich zu den ökologischen Zielen einer Green Economy leisten. Während der Anteil grüner Startups im Bereich Energie und Elektrizität sowie in der Landwirtschaft mit 66% hoch ist, gibt es in anderen klimarelevanten Sektoren wie Bau und Immobilien, Banken und Finanzen oder Tourismus noch Aufholbedarf.
Auf einer Pressekonferenz lobte David Hanf, Vorstandsmitglied des Startup-Verbandes Deutschlands, die positive Entwicklung in der grünen Startup-Szene. Vor allem gebe es neue Fonds wie den World Fund und den aus Bundesmitteln bestehenden Deep Tech Future Fonds. Dies sei besonders im Bereich der grünen Investitionen wichtig, da man bei Klimainvestitionen einen langen Atem braucht, so Hanf. Neues Rekordjahr für PropTechs bahnt sich an. Das Segment der PropTechs, also Startups, die sich auf die Bau- und Immobilienbranche spezialisiert haben, konnte sich im letzten Jahr über Rekordinvestments freuen. Einer Analyse des Beratungsunternehmens Blackprint Panthers zufolge belief sich das Investitionsvolumen hierzulande auf mindestens 666 Millionen Euro und damit 150% mehr als im Jahr 2020. Dabei waren die erfolgreichsten Geschäftsfelder mit Investitionen in Höhe von 159 Millionen Euro die Kategorie Betreiben und Verwalten sowie der Bereich Smart Building mit 122 Millionen Euro. Aufgrund der Tendenzen in den ersten Monaten rechne man für dieses Jahr erstmals mit einem Investitionsvolumen von über 1 Milliarde Euro. Just Eat Takeaway mit Milliardenverlust. Die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway hat ihre Geschäftszahlen für das letzte Jahr veröffentlicht. Aufgrund von Sonderfaktoren wie den Investitionen in schwächere Märkte und der Übernahme des US-Lieferdienstes Grubhub muss das Unternehmen einen Verlust von etwas mehr als 1 Milliarde Euro verzeichnen. Dieser fällt damit fast 7-mal so hoch aus wie 2020. Zugleich bestätigt das Unternehmen seine Prognose für 2022 und darüber hinaus und erwartet im laufenden Jahr einen Anstieg des Transaktionsvolumens im mittleren zweistelligen Prozentbereich. Man wolle die Investitionen zur Gewinnung von Marktanteilen nun deutlich herunterschrauben und wieder ein profitables Geschäft fahren. In einer entsprechenden Mitteilung hieß es, 2021 war der Höhepunkt der Verluste. Capnamic startet neuen Fonds. Der Kölner VC Capnamic hat seinen dritten Fonds vorgestellt. Dieser umfasst 190 Millionen Euro und richtet sich an junge Startups aus dem deutschsprachigen Raum. Capnamic-Partner Jörg Binnenbrücker erklärte, dass man nicht nur in den großen Hubs wie Berlin, Hamburg, München oder Köln investieren wolle, sondern weiterhin auch in mittelgroßen Städten wie Chemnitz oder Bonn. Mit dem neuen Fonds sollen 40 und 45 Investments realisiert werden, etwas mehr als die Hälfte davon in der Seed-Phase, der Rest in Serie A-Finanzierungen. Binnenbrücker betonte, trotz gelegentlicher Investments in den B2B2C und B2C-Bereich einen starken B2B-Fokus. Das Kapital des neuen Fonds stammt zu etwa 40% von größeren Konzernen und Family Offices und in gleicher Höhe von institutionellen Investoren. Capnamic-Partner Olaf Jacobi ist kommende Woche zu Gast im Podcast, um die Hintergründe zum neuen Fonds zu erläutern. Finale Genehmigung für Gigafactory erreicht Zielgerade. Wie bereits berichtet, scheint das Genehmigungsverfahren für die Tesla Gigafactory in Grünheide bei Berlin abgeschlossen. Die Genehmigung sei in einer finalen Schlussphase, so eine Sprecherin des Umweltministeriums Brandenburg. Gestern wurden Einladungen zur Pressekonferenz in die Staatskanzlei in Potsdam versendet, in deren Rahmen Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, Umweltminister Axel Vogel, Wirtschaftsminister Jörg Steinbach sowie der Bürgermeister der Gemeinde Grünheide, Arne Christian, über den aktuellen Stand informieren werden. Laut Berichten des Tagesspiegel könne der Betrieb dann binnen 2 Wochen aufgenommen werden. Ursprünglich sollte die Fahrzeugproduktion in Grünheide bereits im Juni 2021 beginnen. Effekte von TikTok für Kinder untersucht. Die USA prüfen die Auswirkungen der Online-Videoplattform TikTok auf Kinder. Eine landesweite Untersuchung soll klären, ob von TikTok Risiken für Kinder, Teenager und junge Erwachsene ausgehe, so die Generalstaatsanwältin von Massachusetts, Maura Haley. Dabei soll auch geprüft werden, ob sich TikTok der potenziellen Risiken bewusst gewesen ist und diese womöglich gezielt verstärkt habe, beispielsweise durch Optimierung von zur Ausweitung des Engagements und der Nutzungsdauer.
TikTok wie auch dessen Konkurrent Instagram steht bereits länger unter dem Verdacht wegen mangelnden Kinder- und Jugendschutzes sowie angeblich negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von Jüngeren. The Sandbox läutet Season 2 ein. Der Metaverse-Game-Hit The Sandbox hat die Alpha Season 2 gestartet. Die Entwickler versprechen mehr als 35 Möglichkeiten, das Spiel zu erkunden. Darunter befinden sich laut The Sandbox 18 Upgrades bereits bestehender Elemente aus Season 1 sowie 5 komplett neu entwickelter Experiences. The Sandbox hatte sich im letzten Jahr zu einem echten Hit entwickelt. Das Handelsvolumen mit Grundstücken belief sich auf den 4 großen Metaverse-Plattformen The Sandbox, Decentraland, Crypto Voxels und Somnium auf 500 Millionen Dollar, wobei The Sandbox für den Hauptteil verantwortlich war. Im Gegensatz zu früher steht das Spiel ab sofort allen Nutzern offen. Der bisher notwendige Alpha-Pass ist nicht mehr erforderlich. Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten. Hey, nur ein kurzer Hinweis. Falls dir dieser Podcast gefällt, vergiss doch nicht, ihn zu abonnieren. Nur so sorgst du dafür, dass du keine unserer zukünftigen Folgen verpasst. Startup Insider Daily findest du auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Das am 17. und 18. Mai stattfindende OMR-Festival hat seine ersten Speaker bekannt gegeben. Darunter Kultregisseur Quentin Tarantino, Digital-Vordenker Rutger Bregman und China-Kennerin Lillian Lee. Die Veranstalter erwarten 60.000 Gäste, über 800 Speakerinnen und Speaker und mehr als 1.000 Aussteller. Forscherinnen und Forscher des Robert-Koch-Instituts RKI haben Zahlen zur Nutzung der Corona-Warn-App veröffentlicht. Demnach wurde die App bislang 43,2 Millionen Mal heruntergeladen und wird monatlich von insgesamt 25,1 Millionen Menschen genutzt. Damit würden rund 46,8% der Bevölkerung in Deutschland über 16 Jahre die App aktiv nutzen. Damit habe die App in Europa eine Spitzenposition inne, so das RKI. Der Wiener Kryptomanager Coinpanion hat sich das Sponsoring des Fußballvereins SK Puntigama Sturm Graz gesichert, und zwar in der ungewöhnlichen Rolle als offizieller Krypto-Asset-Manager. Für Coinpanion nach der Handballmannschaft West-Wien bereits das zweite Sportsponsoring in kürzester Zeit. Der Fitness-Spezialist Fitbit hat in den USA eine Rückrufaktion für sein Model Fitbit Ionic gestartet. Zuvor hatten zahlreiche Nutzer der Uhren offenbar wegen überhitzter Akkus geklagt. Teilweise seien die Uhren in Flammen aufgegangen. Bekannt sind mittlerweile 174 Meldungen über solche Brände, die teilweise direkt am Arm der Nutzer passiert sind. Der E-Commerce-Gigant Amazon launcht einen speziellen TikTok-Store mit Angeboten zu derzeit viralen und bekannten Beauty-Produkten. Damit reagiert man auf die große Popularität von Hashtags wie TikTok Made Me Buy It, der aktuell rund 9,3 Milliarden Views verzeichnet. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 4. März 2022. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Achtung, Risikohinweis. Startup Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Heute mit Peter Specht von Creandum. Präsentiert von KPMG Venture Services, dem besten Partner für eure Finanzierungsrunde und bewährtem Exit-Kanal. Super, ja, ich freue mich. Peter Specht ist wieder hier von Creandum. Hallo Peter. Hi Jan, schön dich zu hören. Ja, freut mich auch sehr. Und ich bin ja diese Woche schon öfters über Creandum gestolpert. Große Neuigkeiten bei euch, Glückwunsch. Ja. Du, danke dir. Einen neuen Fund zu announcen freut uns natürlich immer sehr. Aber da können wir später nochmal ein bisschen genauer darüber reden.
gehen wir gleich nochmal ins Detail, weil wir reden heute generell über Fonds. Da ist ja unglaublich viel passiert. Aber vielleicht ganz kurz noch vor dem traurigen Hintergrund der Ukraine-Krise. Peter, ich habe gesehen, ihr habt auf LinkedIn, habt ihr, ja, ich weiß nicht, man kann sagen, vielleicht so eine Art Handbook oder Guide geteilt, ne? Für, ich glaube, primär für ein internes Dokument für eure Startups, aber vielleicht kannst du mal kurz, weil ihr es ja geteilt habt, vielleicht mal kurz mal sagen, was ist Inhalt und vielleicht wer sollte sich das mal angucken? Klar, also natürlich wie uns alle betrifft uns die Ukraine-Krise natürlich schwer und wir gucken natürlich sehr viel drauf. Wir haben ein Guide, quasi einen Craft Doc mit praktischen Schritten, um seine Teammitglieder in der Ukraine zu unterstützen, auf LinkedIn gepostet. Das ist einfach eine Zusammenfassung mit nützlichen Links für Unternehmen zu Themen wie Payment Advancement, Relocation, Mental Health, Leadership Support, People Ops Support etc. Das heißt, wenn man ein Unternehmer ist und eine Zusammenfassung sucht, was auch einige Companies in dem Bereich machen oder wo hilfreiche Links dazu sind, kann man da gerne auf LinkedIn oder auf Craft eben reingucken. Und ja, wie gesagt, wir versuchen das Thema Ukraine hier nicht zu sehr zu vertiefen. Ich glaube, wir sind alle betroffen, aber wir versuchen mal die Brücke zu schlagen zum Optimismus, weil das ist jetzt diese Woche ganz großartig. Wir haben mehrere große Fund-Announcements gesehen und das klingt ja für mich so, dass nach hinten raus zumindest, ja, ich weiß nicht, der Optimismus vielleicht gewinnt hoffentlich. Da hast du recht. Lass uns auf die positive Seite diese Woche blicken. Es ist tatsächlich eine richtige Fund-Announcement-Woche. Wahnsinn, ne? Ich habe jetzt hier gleich mal oder 4 Fund-Announcements, über die wir kurz sprechen können. Und davon auch 2 aus Deutschland beziehungsweise im europäischen Raum. Aber vielleicht fangen wir einfach mal mit dem ersten an. Wir sprechen ja heute kurz über Capnemic Ventures, Commerz Ventures, Electric Capital und über den neuen Creandum Fund. Und wenn wir mal mit Capnemic starten, die haben heute einen 190 Millionen Euro Fund announced. Das ist der 3. Fonds des Kölner VCs. Und ganz interessant, dass Capnemic eben auch sagt, dass sie oder auch positioniert, dass sie aktiver in den Regionen in Deutschland sind, die über Berlin hinausgehen. Also über Berlin, Hamburg, München, die klassischen Startup-Hubs. Und sie auch sehr aktiv Richtung Köln, Chemnitz, Bonn und kleineren Hubs gucken, insbesondere im B2B-Bereich. Und ich glaube daher für Gründer, auch die auch outside der Main Hubs sind, definitiv ein Fund, den man da unbedingt auf dem Radar haben sollte. Capnemic fokussiert sich mehr auf den B2B-Bereich, haben sie auch bekannt gegeben, wollen sie 40 bis 45 Investments mit dem neuen Fonds machen. Ist ganz interessant, das ist schon, ich würde sagen, eher am höheren Ende der Anzahl Investments, die man so typischerweise pro Fonds macht. Aber es liegt auch daran, dass Capnemic mehr als die Hälfte Seed-Investments macht. Und mit 190 Millionen Euro für sozusagen auch ein Fonds, der viel Seed macht, dort ein ordentliches Volumen hat. Die andere oder der Rest des Fonds wird hauptsächlich in Series A investiert. Und ja, in der Vergangenheit waren dort einige gute Companies dabei, die viele Hörer hier auch wahrscheinlich kennen. Sachen wie LeanIX, Adjust, Staffbase oder Zagino. Und ich freue mich immer sehr zu hören, wenn andere Funds, noch größere Funds in Deutschland announcen. Das ist sehr gut fürs Ökosystem, sehr gut für Entrepreneurs. Und daher habe ich mich, das eine positive Nachricht heute mit dem neuen Capnemic Announcement. Ja, und mit Staffbase zum Beispiel hast du gerade schon angesprochen. Ich glaube, da sind sie vielleicht so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, dass man eben, ich sag mal, in Anführungszeichen in der Provinz, ne, also jetzt nicht in den ganz großen Hubs wie Berlin, München, vielleicht noch Köln oder Hamburg, dass man eben auch dort tolle Companies findet. Ja, was also mich bei Chemnitz hätte ich jetzt zum Beispiel nie auf dem Radar gehabt, aber das finde ich eben unglaublich und Staffbase ist ja echt eine Erfolgsgeschichte bis dato. Die Menge hat mich auch überrascht, muss ich sagen. Der Olaf Jacobi kommt nächste Woche hier in den Podcast, da werden wir noch ein bisschen drüber sprechen, aber 45 Investments mit einem Fonds dieser Größenordnung, das klingt schon nach relativ kleinen Tickets. Ist das, weil tatsächlich der Fonds sich aus deiner Sicht weiter nach vorne bewegt oder weil ich hätte jetzt eher gesagt, die Tickets werden ja immer teurer eigentlich momentan, oder?
Also ich bin bei dir, die Runden werden größer und die Tickets werden teurer. Ich glaube, wenn man das mit dem letzten Capnemic Fund vergleicht, der war 150 Millionen groß. Das heißt, deren Vorgröße ist jetzt ungefähr um 25% gestiegen. Das heißt, reflektiert wahrscheinlich auch die gestiegenen Rundengrößen. Zur Strategie bei Capnemic selber, was so ihre typische Rundengröße ist, kann dir wahrscheinlich dann Olaf am Montag mehr erzählen. Aber ja, man muss natürlich sagen, dass es bestimmt auch einige Seed- oder A-Runden gibt, die dann so groß sind, wo es dann auch schwieriger wird. Aber einen Großteil der Runden kann man damit schon noch sehr gut abdecken. Hm. Und dann lass uns mal vielleicht zum nächsten Fonds gehen. Commerz Ventures ist ja auch ein sehr, sehr spannender Fonds. Ne? Ich weiß nicht, inwieweit ihr die verfolgt. Die sind ja relativ spezialisiert. Ne? Ihr seid ja generalistischer, sprechen wir auch gleich noch drüber. Aber die sind ja relativ spezialisiert auf den Bereich, ich würde sagen, Fintech, Insurtech und vielleicht jetzt dieses neue Thema Climate Fintech, haben sie es, glaube ich, genannt. Ne? Absolut. Commerz Ventures hat die Woche einen 300 Millionen neuen Fund announced. Gibt es seit 2014 mittlerweile. Commerz Ventures haben auch einige sehr gute Investments und auch, glaube ich, mit ganz guten Returns Schlagzeilen gemacht in den letzten Wochen. Und wie du gesagt hast, macht natürlich mit, ich sag mal, man kommt aus dem Commerzbank-Hintergrund hinaus, macht einen Fokus auf Fintech und Insurtech wahrscheinlich auch sehr viel Sinn. Climate Insurtech ist auch, muss ich sagen, noch neu für mich. Den Fokus oder den Begriff kannte ich in dem Sinne auch noch nicht so sehr. Aber ist ein Fund, der mit einer Ticket-Size von 3 bis 20 Millionen relativ breit investieren kann und auch größere Tickets investieren kann. Und den man in der Industrie, insbesondere natürlich in Fintech-Themen, schon häufig auf dem Schirm hat und gehört hat. Ich weiß nicht, bei Themen wie GetSafe, Hedwig, Omnius und einigen mehr. Daher noch ein relevanter, großer neuer Fund für Deutschland. Ja, da fand ich spannend übrigens, dass sie, da hatten wir auf Crunchbase gesehen, dass sie irgendwie von, ich glaube, Seed geht's los oder Series A geht's los bis Series D unter anderem dabei sind. Das sieht man auch relativ selten, ne? Ja, ich würde sagen, in Deutschland sieht man es ja. Ja, so international, ist es wahrscheinlich international richtig, sieht man es schon. Ja. Aber wenn man sich bei Commerz Ventures anguckt, auch wann die ihre Runden gemacht haben, also ich glaube Mambu, einer der sehr erfolgreichen Investments, oder auch Marketta, da sind sie in der Series B und Series C reingegangen. Das heißt, für die hat sich die Strategie schon sehr gelohnt, eben nicht nur Early Stage zu machen, sondern auch in B- oder C-Runden reinzugehen und dort gute Returns zu erzielen. Ich hatte den Gabriel Matuschka gerade hier zu Gast von FlyVC und der hat gesagt, es gibt so Statistiken darüber, über die, ich glaube, Mortality Rate hat das, glaube ich, genannt oder so. Also die, wann Startups untergehen, in welcher Phase. Und weil ich hatte gedacht, dass man in der Later Stage eben weniger Risiko trägt, da sagte dann, es ist gar nicht so, dass die, also zwischen Seed und Series B ist diese Mortality Rate eigentlich ähnlich. Ne? Das wusste ich gar nicht. Ich habe die Statistiken dazu nicht, aber es ist interessant. Ja. Ja, ich finde es nur interessant, wann man eben investiert, weil der Return ist ja hinterher ein deutlich anderer. Ne? Wenn man früh, also wir sprechen auch gleich noch über eure Strategie, aber je früher man drin ist, glaube ich, umso höher der Hebel. Ne? Absolut. Also ich glaube, ich meine, das ist das Ziel. Wenn man früh reingeht, kann man typischerweise höhere Ownership auch bekommen, aber muss damit auch rechnen, dass mehr Startups es nicht bis zum erfolgreichen IPO oder Exit schaffen, als wenn man in der Series B oder C reingeht. Und ich persönlich sage immer, ich finde es sehr beeindruckend, wenn Early-Stage-Investoren sozusagen viele große Hits hatten und Companies, die Unicorns oder 5 Milliarden oder größere Companies geworden sind, quasi sehr früh gefunden haben, weil ich zu einer Series B oder C in den zukünftigen, ich sag mal, Winner zu investieren, ist einfach ein Tick leichter. Ja. Weil wenn eine Company 10 Millionen Umsatz macht, fantastische Metriken hat und sehr, sehr schnell wächst und man dann auf mehrere hundert Millionen Euro Bewertung investiert, dann ist der Sprung zum Unicorn und dann auch größere Company gar nicht mehr so weit weg. Und deshalb in so einer Phase zum Beispiel, wie der Gabriel investiert in der Seed, im B2B-Bereich, mit
Fly deutlich schwieriger zu spotten als auch für einen Investor, der B oder C macht. Nee, finde ich auch, ja. Du, aber du hast noch, bevor wir über euch reden, du hast noch ein Unternehmen mitgebracht, die kenne ich gar nicht so richtig, ne? Ja, weil ich habe mir gedacht, Fundraising-Announcement-Woche oder Fund-Announcement-Woche, da darf einer nicht fehlen und das ist Electric Capital. Aha. Das ist ein US-Fund. Die haben einen 1 Milliarde Krypto-Fund announced. Und daher wollte ich den hier auch hochbringen, weil es schon ein sehr signifikanter Betrag ist für einen Krypto-Fund und damit einer der größten Krypto-Funds auch mittlerweile global ist. Der Fonds ist von Avichal Garg gegründet. Ist ein Ex-Director of Product Management von Facebook, der auch Teilzeitpartner bei Y Combinator davor war, aber den viele auch als Angel-Investor kennen, der zum Beispiel Notion, Airtable, Cruise, Deal, Figma etc. investiert hat. Also eine Liste, die sich schon sehr beeindruckend liest an Angel-Investments. Und der hatte 2018 eben Electric Capital gegründet und jetzt haben sie einen neuen Fund announced mit 1 Milliarde und der teilt sich in 600 Millionen für einen Fund für Krypto-Token-Investments und 400 Millionen für Startups mit einem Web3-Bezug und daher einen sehr spannenden, auf ein großes Trendthema setzt, aber ein sehr relevanter Player in dem Bereich, glaube ich, werden wird. Ja, ich gucke mir gerade hier das Crunchbase-Profil parallel an und ich finde die Menge an Themen, die er im letzten Jahr gemacht hat, unglaublich. Also ich kenne fast keines der Unternehmen, muss ich leider sagen. Aber das ist, glaube ich, auch in der Kryptowelt vielleicht ein bisschen anders. Ne? Da geht man, glaube ich, noch momentan ein bisschen mehr mit Spray and Pray raus und setzt auf viele verschiedene Themen, weil wahrscheinlich das noch ein bisschen unübersichtlich auch ist, dieser ganze Markt. Ne? Hat vielleicht noch keiner so richtig begriffen, wo die Reise hingeht. Ja, also natürlich ist das Risiko, was man mit den Investments im Krypto- oder Web3-Bereich nimmt, höher als in traditionellen Industrien oder für ein klassisches B2B-SaaS-Play. Und das, was du auch zu Recht sagst, ich glaube, es geht auch vielen VCs so, die sich selber nicht stark mit Krypto oder Web3 beschäftigen, dass du viele Companies dort einfach nicht kennst. Das heißt, eigentlich hat jeder Fund oder jeder größere Fund, der in die Bereiche investiert, auch Leute, die sich sehr viel Zeit dann dort auseinandersetzen, wo eben eine Person oder zwei Personen dann insbesondere Krypto covert und sich dann dort auch, oder DeFi, und sich dort auch echt alles anguckt, um dann tief in der Szene drin zu sein. Wenn man das nicht ist, dann klingen viele Namen, glaube ich, sehr unbekannt. Und dann nehmen wir das mal als Brücke zu euch. Stichwort unbekannte Namen. Bei euch sind es die bekannten Namen. Also als ich euer Announcement gelesen habe, Peter, habe ich gedacht, das ist so ein bisschen wie Saisonbeginn im Fußball und man weiß eigentlich, Bayern wird Meister, weil irgendwie, ihr seid da schon sehr erfolgsverwöhnt. Ne? Und wahrscheinlich ist der Druck auf euch, dass der neue Fonds jetzt auch wieder ein Überflieger wird, total hoch, oder? Du, danke dir für die netten Worte. Ich glaube, man möchte immer möglichst den besten Return erzielen und deshalb sage ich, ist der Druck immer hoch und hat sich, glaube ich, nicht verändert. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Crandom hat die Woche einen neuen 500 Millionen Fund announced. Crandom 6 ist der sechste Fund, ist damit einer der größten Early Stage Funds in Europa, der nur auf Seed und Series A fokussiert ist. Und unser Ziel ist es, ja, die nächsten Unicorns zu finden und finanzieren, bevor es offensichtlich ist, wie wir sagen, also möglichst früh in der Seed und Series A und dort Unternehmer möglichst früh kennenzulernen und ein Partner zu sein, der möglichst early in Themen reingeht und ein Company dann über die gesamte Lebenszeit begleitet. Und ja. Also das, was du gerade quasi beim Gabriel ja auch schon irgendwie lobend erwähnt hast, wenn sowas gelingt, ne, also sehr früh diese Unternehmen oder Unternehmer dann zu finden oder Unternehmerinnen natürlich auch. Trotzdem, warum ich das gerade gesagt habe, also diese Multiples bei euch, die sind ja, ich kenne mich jetzt zu wenig aus, um zu sagen, welche Fonds vielleicht noch besser performen oder sowas. Aber also wenn man sagen kann, sein schlechtester Fonds hat ein Multiple von 6 und der beste ein Multiple von 13, das ist schon über Branchenstandard, würde ich sagen, oder? Ja, doch, das ist schon, sagen wir, einer der besten in Europa in terms of multiple und liegt eben, genau wie du gesagt hast, zwischen 6 und 13x, also zwischen 6 und 13-fachen des Kapitals in den letzten vier Fonds über die letzten 15 Jahre
Und ja, ich glaube, das es geht immer auf die Outlier. Und wenn wir haben uns natürlich jetzt auch für intern sozusagen einige Statistiken angeguckt bei uns. Und ich kann dir auch ein paar erzählen. Aber in den über 100 Investments, die Krendam gemacht hat, ist jedes achte ein Unicorn. Und es gibt noch ja wahrscheinlich dieselbe Anzahl an Companies in dem Pot, die gerade nah dran sind oder sehr wahrscheinlich auf dem Weg dahin sind. Also ich nehme mal an, die Zahl wird dann noch ein bisschen nach oben gehen. Und damit mit sozusagen insbesondere auch sehr großen Companies wie Spotify, Klarna, Trade Republic und ähnliches werden dann auch extremst hohe oder höhere Multiples möglich, wenn eben man es schafft, die Outlier zu erwischen. Ja, das ist wahrscheinlich auch heute, also jetzt in eurem Fall, also ich meine, das ist eine beeindruckende Zahl, ne? Irgendwie eins von acht ist ein Unicorn und dann kommt noch ein Schwung hinterher irgendwann. Aber für euch sind doch wahrscheinlich mittlerweile diese Spotifys und Klarnas, die du gerade genannt hast, fast noch entscheidender, ne? Weil die ja eben dann so alleine schon so einen Fonds mehrfach zurückzahlen können, oder? Ja, es gibt ja das bekannte Power Law in der Venture-Szene, aber im Endeffekt die größten Outlier tragen am signifikantesten zu deinem Return dazu. Und natürlich, wenn Krandum war in der ersten institutionellen Runde von Spotify dabei und hat die co-geleadet und wenn die Company dann für knapp 30 Milliarden an die Börse geht, ist das natürlich sehr, sehr signifikant und auch signifikanter, als wenn es noch zwei, drei andere Unicorns dazu gibt. Nichtsdestotrotz ist es auch wichtig, quasi in der sowohl die Outlier als auch sozusagen in der Breite ein paar Investments zu haben, die gut funktionieren und hoffentlich dann der Outlier in der Zukunft werden. Total. Aber ja. Wir haben gerade im Vorfeld schon gesprochen, wir haben ja jetzt eine neue Reihe VC Talk, wo wir jede Woche einen Investor vorstellen aus Europa oder eigentlich aus Deutschland, aber jetzt in eurem Fall vielleicht mit europäischem Ansatz. Und da haben wir schon gesagt, da machen wir nochmal, sagen wir quasi einen Deep Dive mit euch, um nochmal so ein bisschen über Investment-Thesen und Strategien zu sprechen. Aber lass uns trotzdem mal vielleicht kurz über die Unterschiede jetzt von dem Fonds zu vorherigen, weil ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, das Thema Metaverse und Web 3.0, da habe ich mich schon ein bisschen gekniffen, habe gedacht, ist das, also wenn jetzt ihr auf so ein Thema drauf springt, heißt das ja schon, das ist quasi die Wette, das ganze Thema wird groß, ne? Ja, absolut. Also vielleicht, was macht Krandum grundsätzlich? Also wir sind ein Fonds, der agiert industrieagnostisch und wir glauben, dass es gute Gründer in jedem Bereich fantastische Companies gründen können. Das heißt, wir gucken wirklich sehr breit auf verschiedenste Industrien. Allerdings gucken wir dann auch auf Trendthemen, auf die Themen, die am schnellsten wachsen aktuell, die das schnellste Underlying Market Growth haben. Und dazu gehört eben auch Sachen wie Web3, Creator Economy, Climate Tech, die wir uns dann auch sehr genau angucken, zusätzlich zu eher klassischeren Themen wie Digital Health, Marketplaces, SaaS Companies, Fintech. Und wie das dann bei uns abläuft, ist, wir haben insbesondere bei so Emerging Topics wie Web3 oder auch Climate Tech, haben wir Leute bei uns im Team, die eben eine starke Passion dafür auch haben und dann auch quasi die Hand heben und sagen, ich möchte mich sozusagen in das Thema eingraben und sich dann tiefer dort mit beschäftigen und das Thema dann auch bei uns vorantreiben. Und deshalb gucken wir da auch tiefer rein. Und zum Beispiel im Metaverse-Bereich haben wir auch im letzten Fund schon Investment gemacht in eine Company, die heißt Escapen aus Schweden. Das ist der Ex-CPO von iSettle und der Ex-CTO von Krü, die dort zusammen gegründet haben, also auch ein sehr starkes Team. Und gucken diese Themen jetzt natürlich auch verstärkter an. Und wenn man so einen Fonds startet, weiß man dann vorher schon, also hat man quasi eine Agenda und sagt, wir möchten X Prozent in dem Bereich Metaverse und Y Prozent in dem Bereich Climate Tech, oder ergibt sich das im Laufe der Zeit? Das ergibt sich im Laufe der Zeit. Ich glaube, die einzige Prozentzahl, die wir so measuren und ein bisschen im Hinterkopf haben, ist, wie viel Prozent machen wir Seed versus Series A. Und in den letzten Jahren sind wir dort ungefähr gekommen auf, wir machen ca. 60% Seed oder Pre-Seed und
40% sind dann, oder der Rest ist dann Series A. Das sind auch, da setzt man sich, wir haben da kein festes Ziel, sondern ob das jetzt Hälfte-Hälfte ist oder 40-60, 60-40, das passt alles eher so, wo sehen wir die besten Opportunities und dort versuchen wir zuzuschlagen. Jetzt gibt es ja die ganze Zeit diesen Begriff, also ich kannte den bis vor kurzem nicht, aber Opportunity Funds werden immer so ein bisschen mehr en vogue, habe ich den Eindruck. Ist das bei euch auch ein Thema? Das wäre ja jetzt vor dem Hintergrund, dass ihr eben so börsennotierte Unternehmen oder auf dem Weg zur Börse, vielleicht wie ein Klarna oder sowas habt oder Spotify und so, dass ihr da auch später noch mitgehen könnt. Macht sowas Sinn oder ist das für euch kein Thema? Weil jetzt der Fonds jetzt ist ja von der Stage her wie der letzte Fonds auch, ne? Grundsätzlich machen Opportunity Funds auf jeden Fall Sinn. Also warum macht das Sinn? Weil man natürlich in Companies, die Winner sind und auf dem Weg zum IPO und stark wachsend sind, natürlich gerne mehr Capital deployen möchte. Und als Beispiel für die Zuhörer, warum kann man sowas nicht aus dem aktuellen Fund machen? Ja, sowas kann man bis zu einem gewissen Grad aus dem aktuellen Fund machen, aber ich sag mal, wenn dann eine Company richtig groß ist und eine 500 Millionen Euro Runde raised und man zum Beispiel 10% besitzt, dann ist das quasi 50 Millionen, die man dann pro Rata hätte, was dann doch den Rahmen von vielen Funds auch direkt sprengt. Und dafür gibt es eben diese Vehikel, um auch weiter pro Rata oder in späteren Runden noch investieren zu können. Und auch Creandum sozusagen hat die Möglichkeiten dort lifelong bis zum IPO weiter zu investieren. Und daher ist es eine Sache, die Sinn macht, die gut ist und die auch einige andere Funds machen. Und vielleicht noch ein Punkt, ich hatte gelesen, dein Kollege war, glaube ich, Simon, ne, war glaube ich, bei Gründerszene im Gespräch. Und der hatte irgendwie dort gesagt, dass ihr auch eine Milliarde hättet einsammeln können. Ich werte das erstmal vor dem Hintergrund der Performance eurer letzten Fonds als selbstverständlich, aber die Frage ist, warum habt ihr es nicht gemacht? Ja, das ist tatsächlich so. Ich glaube, das Interesse am Kapital war sehr, sehr hoch. Aber wir gucken dort wirklich, was ist die richtige Fondsgröße auch für die Stage, die wir machen, für die Companies, in die wir investieren. Wie viel Geld brauchen Seed und Series A Companies? Wie groß sollen die Runden dort sein? Und darauf hingehend machen wir unsere Berechnungen. Und wir haben uns halt angeguckt, welche Fondsgröße brauchen wir, um die aktuellen Seed-Runden zu machen. Und wenn man ehrlich ist, die aktuellen Seed-Runden gehen von alles von 2 bis 8 Millionen. Und die A-Runden gehen von 8 bis 30 Millionen. Und das war jetzt eine Fondsgröße, wo wir uns sehr wohlgefühlt damit haben, dass wir in allen dieser Runden im Seed- und A-Bereich spielen können. Und daher haben wir die gewählt. Und da muss man auch sagen, je größer man einen Fund macht, desto schwieriger wird auch der Impact auf die Returns. Also einen 1-Milliarden-Fonds zu versechsfachen, wird nochmal mehr challenging, als einen 500-Millionen-Fonds zu versechsfachen. Und dann möchtest du auch gucken, worauf optimierst du auch, ob du auf hohe Returns optimierst oder aufs Richtige für die Companies oder einfach nur auf Fondsgröße. Und einfach nur auf Fondsgröße ist nicht das, was wir quasi machen. Ja, und es ist wahrscheinlich ein bisschen wie bei Startups, ne? Wenn man weniger Kapital hat, dann muss man auch bessere Entscheidungen treffen. Ach du, das weiß ich jetzt nicht. Aber, ich hätte gesagt, dann weißt du, wenn man jetzt irgendwie eine Milliarde hätte und weiß, man kann sich auch 2, 3, 4 Nicht-Treffer erlauben, dann geht man vielleicht mit einer anderen Laissez-faire durchs Leben, als wenn man jetzt weiß, jeder Schuss muss eigentlich ein Treffer sein. Ne? Ja, das würde ich nicht ganz unterschreiben, weil die Milliarden-Funds, bei denen ist halt dann so, die müssen meistens halt noch größere Tickets, die müssen halt mehr Geld deployen. Und dann fängst du ja eigentlich auch an, also die meisten Milliarden-Funds, die es gibt, die investieren ja dann auch sehr viel in Series B und schreiben dann Tickets mit 40 Millionen Ticket-Size etc. Und dann kommst du auch ein bisschen in ein anderes Game einfach rein von Stage. Und
Und ja, also du würdest dich schwer tun, einen Milliardenfund im Seed-Bereich nur zu deployen. Da musst du echt viele Seeds machen. Ja, höchstens im Kryptobereich, hat mir gerade das Beispiel. Ne? Außer im Kryptobereich, ja, aber da sind die Seeds auch, können die auch ganz, ganz groß werden. Genau. Ja. Cool, Peter. Du dann, aber wie gesagt, ich würde sagen, wir vertiefen das nochmal innerhalb der nächsten Wochen. Da sprechen wir noch ein bisschen über eure Investmentthesen und gehen auch vielleicht nochmal im Einzelfall so in Einzelbeispielen nochmal so ein paar Investments von euch durch, um mal zu gucken, warum ihr euch für die entschieden habt und so. Aber ich würde sagen, für den Moment haben wir das Wichtigste gecovert, oder? Was würdest du sagen? Klingt sehr gut, Jan. Vielen Dank dir. Toll. Hat mir großen Spaß gemacht, Peter. Und also nochmal herzlichen Glückwunsch. Das ist eine tolle Entwicklung. Ja, ich hatte das nicht so auf dem Schirm, aber das mit Bayern München war gar nicht, um dir Honig im Bart zu schmieren, sondern es war wirklich ernst gemeint. Das ist beeindruckend. Ja? Du, das macht uns natürlich happy. Und hoffen weiter sehr, sehr viele Deals in Deutschland zu machen. Deutschland ist aktuell mit der wichtigste Markt für Creandum und daher freuen wir uns darüber, jetzt noch einen neuen Fund zu haben und hoffentlich noch mehr in Deutschland aktiv zu sein. Also ihr habt, kann man vielleicht abschließend sagen, ihr habt ein Berliner Team und ihr seid wahrscheinlich auch sehr zugänglich und offen für Gespräche, ne? Immer. Es gibt keine Barriere, Outreach zu machen, zu schreiben, und es ist auch recht einfach. Also man kann uns immer über LinkedIn oder über E-Mail, es ist ganz einfach, Vorname, Ad erreichen. Aber ist das heute noch der beste? Also ich habe irgendwann mal gehört, dass irgendwie ein Intro immer wichtig ist, aber das ist bei euch jetzt gar nicht mehr so. Ihr sagt einfach mal anschreiben und dann gucken wir uns das an. Also wir sind immer offen auch für Cold Outreach. Natürlich ist es meistens nochmal ein zusätzliches Qualitätssiegel, wenn man irgendwie eine Trusted Intro bekommen hat. Wenn dir ein Angel, den du gut kennst, sagst, hey, ihr müsst unbedingt mal mit dieser Company sprechen, ich schätze den Unternehmer besonders aus den Gründen oder ähnliches, dann ist das natürlich nochmal leichter. Das heißt, würde ich es Gründern empfehlen, eine Intro sich zu holen? Ja. Aber wenn man keine direkte Intro hat, dann sollte man einfach direkt Outreach machen. Super. Weil wäre schade, wenn man nicht spricht. Cool. Peter, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir großen Spaß gemacht. Glückwunsch nochmal. Und dann, ja, wie gesagt, demnächst, wir vertiefen das nochmal, ja? Klasse. Danke, Jan. Das Segment Investments und Exits wurde präsentiert von KPMG Venture Services, dem besten Partner für eure Finanzierungsrunde und bewährtem Exit-Kanal. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, das war Peter Specht von Creandum und damit sind wir durch für heute oder zumindest für heute Morgen, denn nachher geht es natürlich weiter um 13 Uhr mit Tanja Bogumil, CEO von Perfect. Da sprechen wir, wie angekündigt, über den flüssigen Eiersatz auf Basis von pflanzlichen Proteinen. Um 16 Uhr dann David Hahn, der Co-Founder und CEO von Remberg. Da sprechen wir über die Möglichkeit, alle Maschinen im Unternehmen in eine Datenbank zu überführen, die einem CRM gleicht. Da gab es gerade eine 11 Millionen Euro Seed-Finanzierungsrunde. Dann morgen, nicht vergessen, Media Talk mit Christina Kiriasoglu vom Manager Magazin. Und da sprechen wir über den Podcast Deutschlands digitale Hoffnungsträger. Aber wir sprechen natürlich auch allgemein über den Blick von Christina auf die deutsche Startup-Szene. Ist wirklich ein tolles Gespräch geworden. Nicht minder toll ist morgen Nachmittag das Format One More Thing. Da dann, wie gesagt, 10 Lieblingstools von 10 Gästen im Schnelldurchlauf. Eine großartige Geschichte in Zusammenarbeit mit Zestrify. Ihr kennt das schon, ist ein toller Zusammenschnitt geworden. Ich wette mit euch, ihr nehmt mindestens einen Tooltip mit nach Hause, wo ihr sagt, das ist ein Tool, das muss ich mir mal anschauen. Und dann am Sonntag unser Schlussakkord fürs Wochenende, Startup Insider Read Only, der Bücherpodcast mit Annalena Kümpel. Und dieses Mal zu Gast Prito de Temple, der sein Buch vorstellt, Neues Denken im Vertrieb. Der Name ist Programm, also wenn ihr Vertrieb macht, wenn ihr Sales macht, dann ist das auf jeden Fall ein Gespräch, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Falls wir uns nicht mehr hören sollten, euch ein wunderschönes Wochenende, aber ich sag mal, da müsste ja was dabei gewesen sein. Von daher sage ich einfach mal bis später oder bis morgen. In diesem Sinne, alles Gute. Ciao, ciao. Das war Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Weitere Nachrichten erhält man in unserem täglichen Newsletter. Jetzt kostenlos abonnieren auf www.startupinsider.de.